Leute, was geht? Ich bin Rebecca. Ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Und ja, ich bin jetzt gerade auf eine mega spontane Videoidee gekommen. Also richtig spontan. Es ist jetzt 18, 19 Uhr und weil es mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, dachte ich mir, ja, ich muss einfach dazu ein Video machen und das mal ausprobieren mit euch zusammen. Also ihr könnt über Instagram bestimmen, wie ich meine Haare färbe. Ja, im Ernst jetzt. Ich habe so geile Haarfarben da gesehen. Zum Beispiel ein Einhornfarben-Set. Also du kannst deine Haare komplett Unicorn-mäßig färben. Oder so richtig geile Pastelltöne. Also richtig viele Farben habe ich da gefunden. Auf jeden Fall könnt ihr gleich entscheiden über Instagram, über die Abstimmung, wie ich meine Haare färben werde. Das werde ich dann mitnehmen und zu Hause in Deutschland dann meine Haare färben. Also ja, ich bin mal mega gespannt, wofür ihr stimmt. Also ich hoffe Einhornhaare, weil ehrlich, ich habe mega Bock drauf. Ich weiß zwar nicht, wie viele ich hier brauche für meine Haare, aber das werden wir mal schauen. Und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, es wird kein Fail am Ende. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt los zum Supermarkt und kaufen die Haarfärbung. Beziehungsweise ich frage euch, was ihr an mir sehen wollt. So, ich bin gerade auf dem Weg zum Supermarkt. Also der heißt Asta, wie man sehen kann. Und ja, ich würde meinen, das ist der günstigste Supermarkt. So, also auf jeden Fall viel, viel günstiger als Tesco. Und die haben verdammt viel Auswahl da. Plus, die haben 24 Stunden, ohne Scheiß, 24 Stunden offen. Einfach rund um die Uhr. Entweder werde ich mir damit die Haare färben, so richtig Unicorn-mäßig. Oder ich glaube, ich nehme das Pastel Pink Glitter, was ich so gesehen habe. Wir haben noch ganz andere Farben, seht ihr das? Geil sind die, oder das? Das wäre heftig, aber ich glaube nicht, dass es bei mir so aussieht. Ich glaube, da bin ich besser dran, wenn ich hier rosa nehme. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt mal über Instagram fragen, was ich nehmen soll. Okay, stimmt mal ab. Wie soll ich meine Haare färben? Unicorn oder rosa Glitzer? Pastell. So, ihr habt abgestimmt und zwar zu 66% soll ich mir Einhornhaare machen. 34% waren für das andere. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin schon mega gespannt, ob ich es hinbekomme oder nicht. Und ob die Dinger gut sind, ob ich meine Haare ruiniere oder nicht. Aber das werden wir ja dann sehen. Oh mein Gott. Ich habe wirklich noch nie selber meine Haare gefärbt. Gar nicht. Also werden wir mal schauen, was bei rauskommt, wenn Becky das ausprobiert. Also auf jeden Fall ist es keine Permanentfarbe, sondern zum Auswaschen. Und irgendwie ist es eine Haarkreide. Ich habe aber auch noch das andere mitgenommen. Und ja, mal schauen, welches ich besser finde. Aber ich will es unbedingt mal ausprobieren, weil sowas habe ich noch gar nicht in Deutschland gesehen. Das wäre mal voll geil, wenn es das auch in Deutschland gäbe, wenn das denn gut ist. Übrigens, wenn wir gerade mal über Einhorn reden, wie geil ist bitte dieser Kuchen? Ich wünschte, ich hätte Geburtstag. Nur 11 Pfund. Warum haben die sowas in Deutschland nicht? Guckt euch diese geilen Torten an. Die haben wirklich alles. Alles. So Leute, jetzt geht's ab. Oh mein Gott, ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich noch nie meine Haare selber gefärbt habe und noch nie Haarkreide oder irgendwelche Haarstifte in der Hand hatte. Also ich habe hier auch noch solche Haarstifte geholt. Die sollen angeblich mega pigmentiert sein. Also ja, keine Ahnung, was das wird. Ich habe ein bisschen Angst um meine Haare. Ich hoffe, die versaue ich nicht. Aber angeblich kann man es ja auswaschen. Ganz easy, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall, ja, was steht hier? In das nasse Haar oder in das trockene Haar reinmachen. Aber wenn du blond bist, dann lieber nicht die Haare nass machen, weil das sonst länger drin bleibt. Okay, dann machen wir die nicht nass. Aber ich glaube, ich muss die Kreide nass machen. Ja, 15 Sekunden in ein Glas Wasser halten. Und dann Strähne für Strähne das reinmachen. Okay, dann machen wir das einfach mal. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich meine Haare ganz genau färben soll. Auf jeden Fall nicht so wie auf dem Bild hier. Hier, so will ich irgendwie nicht aussehen. Ich weiß nicht, findet ihr das schön? Ich finde, das sieht mir zu strähnig aus. Aber ich glaube, ich mache so ein bisschen Ombre. Ich hoffe, es funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich lasse sie oben ein bisschen blond und dann geht das in so ein helles rosa und dann wird das immer intensiver von den Farben her. Macht das Sinn? So, ihr seht das jetzt hoffentlich ganz genau. Auf jeden Fall so eine Art stelle ich mir das vor, das Endergebnis. Ich hoffe, das wird was. Oh mein Gott, ich bin so ungeschickt in sowas. Ehrlich, wenn mir jemand sagt, mischt irgendwelche Farben, es funktioniert einfach nicht. Ich bin zu blöd für sowas. Aber ich hole jetzt erstmal auf jeden Fall ein Wasserglas und ja, dann geht's ab. Ich habe echt ein bisschen Angst um meine Haare. Ein paar Sekunden später. Ich bin jetzt zurück mit einem Glas Wasser. Auf jeden Fall ein mega großes Glas Wasser. Aber ich habe jetzt kein kleineres gefunden. Jetzt werden wir erstmal diese ganzen Kreidedinger hier auspacken. Ich glaube nicht, dass ich Rot benutzen werde. Ich glaube, ich benutze nur diese Töne hier. Aber den Roten glaube ich nicht. Nee, ich mag Rot nicht so gerne. Ja, Lila brauche ich auf jeden Fall. Mein Fingernagel ist aufgebrochen. Ich habe jetzt endlich mal lange Fingernägel und mein Fingernagel ist abgebrochen. Bitte stört euch nicht dran. Es muss noch repariert werden. Oh
Mann, ich hasse diese Verpackung. Ich hasse sie, Mann! Warum gibt es sowas? Ich weiß nicht, wie Leute mit langen Fingernägeln klarkommen, aber ich komme nicht klar. Komm auf jeden Fall nicht damit klar. Nagel Nummer 2 ist jetzt auch abgebrochen. Na toll! Was ist das? Scheiße! Moment mal, Leute, das geht so nicht. Wollen wir das mal 15 Sekunden hier ins Wasser halten? Es wird rosa! Oh mein Gott! Nochmal schön ins Wasser halten. Okay, ich will es jetzt aber nicht zu arg pink haben. Deswegen bürsten wir das jetzt durch und verteilen das schön. Toll, das kann ja 100 Jahre dauern, Alter. Mann, ich will so richtig schöne Einhornhaare. Wenn ich schon meine Haare selber färbe, will ich auch vernünftige Einhornhaare haben, bitte. So, auf jeden Fall kommt danach pink. Und das ist jetzt Strähne für Strähne, Mann. Scheiße. Hat jemand von euch schon mal mit Haarkreide irgendwie seine Haare so richtig Unicorn-mäßig gefärbt? Dann schreibt das mir mal gerne in die Kommentare. Eigentlich macht das ja ganz schön Spaß, wenn man nicht 100.000 Jahre an einer Strähne hängen bleiben würde. Dazwischen muss noch Farbe. Pink, 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 pink. Jetzt komm lila. Lila, komm jetzt raus, Mann. Mann, ich brauch dich. Da muss nur ein bisschen rein. Auf jeden Fall kommt dann fett türkis und am Schluss dann irgendwie dieses gelb-grün. Ich glaube, das bleibt bestimmt ein paar Tage drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier sofort wieder ausgewaschen wird. Wird das überhaupt lila? Ich weiß nicht. Ein bisschen. Ich glaube, ich werde mir gleich noch einen Netflix-Film nebenbei reinziehen, ehrlich jetzt. Solange wie das dauern wird, bis ich meine Haare gefärbt habe. Ich fühle mich so, als würde ich mit einem Tuschkasten gerade meine Haare färben. Was soll ich mir vorstellen? Ihr sitzt so im Unterricht und färbt eure Haare mit einem Tuschkasten. Wer hat sich auch manchmal hier mit Filzstiften die Nägel lackiert? Das habe ich immer gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es ziemlich scheiße aussieht. Ich will nicht nachher solche staubtrockenen Haare haben. Wie eklig wäre das? Aber der Übergang sieht, glaube ich, schon echt nice aus. Jetzt kommt Giftgrün ganz unten in die Spitze. Krass. Oh, ich freue mich so, wenn das fertig ist, ne? Oh mein Gott, die erste Strähne ist fertig. Oh, das sieht echt krass aus. Ich hoffe, das macht nicht meine Haare irgendwie kaputt, aber wow, das ist echt besser geworden, als ich dachte. Ja, eigentlich könnte ja Becky nur ein paar Strähnen färben, aber ihr sagtet, ich soll mir Unicorn hermachen. Also, ich meine ganzen Haare so. Also, ich weiß nicht, ob ich es nachher bereuen werde. Ich weiß es nicht. Boah, Alter, ich habe gerade mal 2 Strähnen fertig. Gibt's nicht! Es dauert so lange! Dauert einfach so lange! Ey, was machen denn immer solche Strähnen dazwischen, die noch... Oh, Mann! Mann! Scheiße! Nein! Nein, ich habe die Haarkreide versenkt. Ich habe die Haarkreide versenkt. Ich habe gerade echt gedacht, das ist ein Pinsel, den ich hier reintun muss in das Wasser. Wie dumm muss man sein, wirklich. Also langsam habe ich keine Lust mehr. Das dauert echt so lange. So. Jetzt gucke ich nebenbei ein bisschen Netflix und mache meine Haare weiter. Und dann sehen wir uns später, wenn es an die nächste Hälfte geht. Aber es sieht schon mal richtig geil aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid, dass ich meine Haare mal komplett so permanent färben soll, ja? Also ich meine, das ist krass. Ich hatte noch nie meine Haare bunt. Ich durfte das eigentlich auch noch nie. Aber ich würde es echt mal gerne machen. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber so richtig komplett, ne? Unicorn-Hair. Also ab damit unten in die Kommentare, schreibt es mir und schaffen wir 70.000 Daumen nach oben, dann mache ich das wirklich mal permanent. Also zeigt mir, ob ich das machen soll oder nicht. Eine Hälfte ist schon mal fertig. Oh mein Gott, es ist so schwer, alles pink zu färben. Ich hoffe, ich habe fast alles pink gefärbt. Aber es ist halt mit Kreide gar nicht so einfach. So, jetzt werde ich noch die andere Hälfte machen und ja, dann werde ich meine Haare föhnen und stylen und dann mal gucken, wie das Endergebnis aussieht. Und guck mal, wie meine Hose aussieht. Richtig schlimm. ...2000 Jahre später. Ah, Leute! Oh mein Gott, so sehen meine Haare jetzt.
jetzt aus. Sie sind fertig. Sie sind komplett fertig und es dauerte 2,5 Stunden ungefähr. Boah, Alter, ich kann nicht mehr. Meine Hände sehen aus, obwohl ich Handschuhe anhatte. Plus, meine Haare fühlen sich echt komisch an. Also ich muss die gleich erstmal föhnen, glaube ich. Und dann versuche ich die irgendwie zu stylen. Oder ich lasse die so, ich weiß es nicht. Ohne Scheiß, Leute, das war so anstrengend. Plus, guckt einfach mal das Shirt an. Das ist auch einfach mal komplett in Regenbogenfarben. Und meine Hose sieht einfach mal noch schlimmer aus, als sie vorher schon aussah. Dankeschön, dass ich mal meine Haare Unicorn färben durfte. So, dann wollen wir die mal versuchen zu locken. Ich versuche mal erst eine Strähne. Boah, staubt das. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr läuft damit rum, bürstet eure Haare und dann staubt das erstmal. Der neben euch kriegt einfach mal auch solche Haare. Ich hasse es, Haare zu locken. Es ist so nervig. Glätten geht viel schneller. Mein Pullover sieht so schlimm aus, Leute. Ich habe im Ernst jemanden gesehen, der ein Tutorial gemacht hat und ohne Scheiß, dieses Mädchen hatte einen weißen Pullover an und das blieb weiß. Es blieb weiß. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen hat, aber ich glaube, sie ist ein Alien, Leute. Ich verfolge Aliens. Becky, bist du das? Ich weiß nicht. Ich habe mir versucht, Locken zu machen, Leute, aber es hat nicht so ganz so funktioniert. Eine Stunde mal wieder in den Sand gesetzt. Ja, toll. Aber ich glaube, das liegt daran, dass einfach viel zu viel Produkt drin ist. Also hier unten sind Locken, aber hier oben irgendwie gar nicht. Aber ja, meine Haare fühlen sich extrem trocken an, um ehrlich zu sein. Also richtig trocken und ein bisschen filzig sogar. Das ist ein bisschen eklig. Da möchte man am liebsten sofort seine Haare waschen. Aber ich weiß jetzt zwar nicht, was ich mit den Haaren mache. Ich lasse sie auf jeden Fall noch ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ob ich damit schlafen werde. Weil sobald ich einmal da reinfasse, habe ich schon meine Hände wieder komplett versaut. Wahrscheinlich auch dann mein Kissen. Aber ich glaube, ich lasse ein paar Stunden auf jeden Fall drin. Sonst war die Arbeit umsonst, Mann. Das geht nicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich bunte Haare und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich werde auf jeden Fall ein paar Bilder machen. Und ja, schreibt mir halt gerne in die Kommentare, ob ihr dafür seid, dass ich mir mal solche Haare richtig machen lasse. Und habt ihr selber schon mal eure Haare gefärbt? Also für mich war es das erste Mal und ich finde, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen. Ich hoffe nur, ich habe nicht auf Dauer meine Haare versaut. Und ja, es ist so schön. Ich liebe bunte Haare. Ich wusste gar nicht, dass ich bunte Haare so schön finden kann, aber ich habe mich verliebt. Ich hätte jetzt gerne bunte Haare. Aber schöne, nicht so trockene, filzige. So, hier zeige ich euch das nochmal komplett. Vielleicht seht ihr das auch, dass es ziemlich trocken aussieht. Ja, aber die Farbe ist halt mega krass. Ich sag nur Saustall. Das sieht so schlimm hier aus. Guckt das mal an. Ich würde sagen, wir sehen uns so beim nächsten Video. Und ja, ich habe euch so, so da lieb.